jetzt stehe ich hier mit Frau Heuer. Frau Heuer, momentan das Thema, was uns ja auch, was viele von uns interessiert, ist das Thema Flüchtlinge. In Köln sind ja auch etliche tausend inzwischen da und es wird ja versucht, auch Flüchtlinge in Schulen zu integrieren. Was passiert da eigentlich gerade? Ja, also das ist eine sehr hohe Dimension. Wir haben 220 Seiteneinsteigerklassen und wir brauchen permanent mehr. Und dann ist eben Fragen Sprachenlernen. Da gibt es jetzt einen Versuch, dass wir das auch mit digitalen Medien intensivieren, weil da genau die Möglichkeit ist, dass jedes Kind einzeln lernt. Und vor allen Dingen, Sie haben ja so viele Sprachen, dafür gibt es gar keine Lehrer oder Ehrenamtliche, die das auch machen können. Also da helfen digitale Medien. Ansonsten ist eben einfach die interkulturelle Herausforderung groß. Also wir haben eine Bandbreite von Kindern, die noch nie in der Schule waren, bis zu Kindern, die schon einen Abschluss mitbringen. Und das stellt eben die Schulen vor sehr, sehr große Herausforderungen. Ist es so, dass die Schulpflicht für die Kinder auch direkt gilt, wenn sie ins Land kommen oder ab wann greift das? Nee, die Schulpflicht gilt dann, wenn die Kinder einer Stadt zugewiesen sind. Also sobald dann wirklich die Zuweisung nach Köln in dem Fall erfolgt, haben die Kinder eine Schulpflicht. Wir versuchen für die anderen Kinder, die natürlich auch eine längere Zeit hier sind, durch verschiedene andere Modelle, jetzt nicht unbedingt Schule, aber zumindest Sprachenlernen und Beschäftigung, viel über den Bereich Kultur. Also die Kulturszene macht da ganz, ganz viel, der Sport macht viel. So einfach schon eine Einbindung, egal ob jetzt jemand schulpflichtig ist oder nicht. Oder auch über OGTS, dass die Kinder in den Ganztag kommen, also möglichst viel erleben mit zu gestalten. Das verändert ja Schule enorm, ne? Also dass Flüchtlingskinder hinzukommen, die Inklusion, verändert das auch so ihr Idealbild vielleicht davon, wie Schule ist, also welche Aufgabe vielleicht auch Schule hat? Also mein persönliches, ich war ja selber 30 Jahre Lehrerin, nicht, weil für mich war immer so der Punkt, dass also wirklich die Kinder mit ihrer Individualität zählen. Aber es verändert insofern, in Deutschland ist ja immer noch die Vorstellung lange Zeit gewesen, es gäbe so homogene Gruppen, man müsste die Kinder nur sortieren, auf die eine Schulform, auf die andere und dann könnte man schon in einer homogenen Lerngruppe unterrichten und das war immer Illusion. Es hat noch nie homogene Lerngruppen gegeben, meines Erachtens. Jedes Kind hat individuelle Vorstellungen und insofern freue ich mich eher auch über die Entwicklung Inklusion, weil ja, es ist verrückt, wirklich Kinder mit der gleichen Methode zum gleichen Ziel bringen zu wollen mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen. Das hat auch die Lehrer viel belastet und wir müssen nur heute eben, also Lehrerfortbildung, Lehrerausbildung ist das Wesentliche, damit man auch wirklich lernt, damit umzugehen. Also von der pädagogischen Seite mal ganz abgesehen, ist es ja auch eine menschliche Herausforderung, denke ich mal, wenn jemand, ne, vielleicht auch egal, ob er jetzt lange oder kurz schon Lehrerin oder Lehrer ist, mit diesen neuen Herausforderungen anzukommen. Wie kann man das auffangen? Gibt es da Beratungen oder Mediatoren oder wie auch immer, die versuchen, diesen Lehrern auch die Kompetenzen und Fertigkeiten zu vermitteln, das zu schaffen? Ja, wir haben schon 2011 in Köln einen Inklusionsplan erstellt, der genau das vorsieht. Wir haben also so Unterstützungszentren in den einzelnen Stadtgebieten, wo vor allen Dingen Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, Weiterbildung, wo all das Jugendarbeit eine große Rolle bringt. Und das kann nur multiprofessionell entstehen. Und das ist das, was ich auch an der offenen Ganzerschule immer gut fand, dass da nicht nur die Lehrer als Profession eine Rolle spielen, sondern eben wirklich multiprofessionelle Teams, die von vielen Seiten Kindern die Welt erlebbar machen. Und ich glaube, dass das die Chance ist und dass das dann auch so in dem Sinne weitergeht. Und da ist auch wieder Vernetzung ein Thema, dass die Schulen, die gute Erfahrungen haben, dann auch mit anderen zusammenarbeiten. Das geschieht bei uns auch über das regionale Bildungsbüro, über Unterregionen, die dann das austauschen und dann eben nochmal mit dem Land in seiner Verantwortlichkeit für Lehrerfortbildung, mit den Kompetenzteams. Die Vernetzung wächst auch immer wieder. Wie ist das? Stehen Sie auch mit anderen Kolleginnen aus anderen Städten, aus anderen Bundesländern auch in Kontakt? Gibt es da vielleicht einen gemeinsamen Schlachtplan? Ja, viele Herausforderungen sind ähnlich, zum Beispiel bei wachsenden Großstädten. Das ist ja über den Städtetag dann auch organisiert. Da gibt es ja auch Bildungsgremien. Es gibt regelmäßige Treffen auch von Nordrhein-Westfalen, von Leitern, von Schulverwaltungsämtern. Was verbesserungsfähig wäre, glaube ich, ist eben diese Trennung innere und äußere Schulangelegenheit.
arbeiten, dass man das besser miteinander verzahnt und nicht so die Zuständigkeit für Personal, für Unterrichtsinhalte, die beim Land liegt, getrennt sieht von dem, was die Kommunen machen. Da gibt es die Aachener und Münchner Bildungserklärung, erweiterte Bildungsverantwortung. Das muss sich noch weiterentwickeln. Ein guter Plan für die Zukunft. Es kommt Bewegung rein. Herzlichen Dank, Frau Heuer. Und wir machen das Ritual am Ende. Winken in die Kamera.